So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer Installationsanleitung zu dem Spiel Arma 3 Epoch. Ihr seht hier das Menü, wenn ihr den Launcher runterladet, dann müsst ihr erstmal auf Download gehen. Auch wenn ihr schon alles runtergeladen habt, dann erkennt es quasi, dass ihr das wieder habt oder ladet es eben gegebenenfalls runter. Danach drückt ihr eben auf Install. Das dauert jetzt einen Moment. Den Launcher-Link werde ich euch natürlich in den Link reinsetzen, wo ihr das runterladen könnt. Das ist ein paar MB groß, dauert nicht, normal nicht wirklich lang. Was ihr natürlich braucht, ist Arma 3 installiert. Das könnt ihr hier dann im Menü, ihr seht es jetzt gerade nicht, im Menü einstellen. Da müsst ihr also hier oben drauf drücken, wo ich gerade drauf geklickt habe. Und dann gebt ihr den Pfad quasi ein von Arma 3 im Steam-Ordner oder wo ihr es eben installiert habt. Dann kann das Spiel nämlich quasi alle Epoch-Sachen genau da rein installieren. Und dann geht es ohne größere Probleme. Genau, falls ihr noch nicht wisst, wie ihr einen Key bekommt, habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie man am besten an einen Alpha-Zugangs-Key bekommt. Und falls ihr Fragen habt, generell zur Installation oder zu den Keys, schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt fangen wir mal an. Wir sind mit der Installation fertig und jetzt drücken wir auf Play und dann startet es gleich über Arma 3 rein. Es dauert jetzt einen Moment. Ich bin auf jeden Fall schon richtig heiß. Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel gespielt. Ich bin jetzt, habe vorher mal reingeschaut, ganz kurz, aber nicht wirklich angefangen. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich die Tage mit dem Let's Play anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Ich habe mich so generell drauf gefreut und auch dementsprechend natürlich riesig gefreut, dass ich einen Key bekommen habe. So, jetzt sollten wir gleich im Hauptmenü landen. Wenn das heute noch irgendwann was wird. Die Ladezeiten kennt man ja von Arma, sind ziemlich lange. So, jetzt im Hauptmenü, dann gehen wir auf Spielen, auf Multiplayer. Eben, ja, wie bei Wasteland, geben wir den Filter in den Host Epoch ein. Und gehen dann auf OK. Das Ganze dauert dann ein paar Sekunden, dann erscheinen die ersten Server. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den mittleren, joinen da drauf mit Doppelklick. Jetzt kommen schon die Soundeffekte. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das zur Standalone hin entwickeln wird, ob dieser Epoch-Mode vorangeht oder was auch immer. Hier sind wir jetzt gejoint, das Menü kennt ihr auch alle, also die Menüansicht. Drücken jetzt einfach mal auf OK und joinen auf den Server. So, und da sind wir auch schon. Hier ist der generelle Spawn-Punkt, darauf zukommen wir aber natürlich später. Ihr seht, die Grafik ist einfach der Wahnsinn. Ich will jetzt gar nicht viel vorwegnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr die Let's Plays nicht verpassen wollt. Und ja, ich bin auf jeden Fall riesig gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und seid gespannt. Ich hocke mich jetzt hier mal hin und sag auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Und dann geht es ohne größere Probleme. Genau, falls ihr noch nicht wisst, wie ihr einen Key bekommt, habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie man am besten an einen Alpha-Zugangs-Key bekommt. Und falls ihr Fragen habt, generell zur Installation oder zu den Keys, schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt fangen wir mal an. Wir sind mit der Installation fertig und jetzt drücken wir auf Play und dann startet es gleich über Arma 3 rein. Es dauert jetzt einen Moment. Ich bin auf jeden Fall schon richtig heiß. Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel gespielt. Ich bin jetzt, habe vorher mal reingeschaut, ganz kurz, aber nicht wirklich angefangen. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich die Tage mit dem Let's Play anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Ich habe mich so generell drauf gefreut und auch dementsprechend natürlich riesig gefreut, dass ich einen Key bekommen habe. So, jetzt sollten wir gleich im Hauptmenü landen. Wenn das heute noch irgendwann was wird. Den Launcher-Link werde ich euch natürlich in den Link reinsetzen, wo ihr das runterladen könnt. Das ist ein paar MB groß, dauert nicht, normal nicht wirklich lang.
Was ihr natürlich braucht, ist ARMA 3 installiert. Das könnt ihr hier dann im Menü, ihr seht es jetzt gerade nicht, im Menü einstellen. Da müsst ihr also hier oben drauf drücken, wo ich gerade drauf geklickt habe. Und dann gebt ihr den Pfad quasi ein von ARMA 3 im Steam-Ordner oder wo ihr es eben installiert habt. Dann kann das Spiel nämlich quasi alle Epoch-Sachen genau da rein. Die Ladezeiten kennt man ja von ARMA, sind ziemlich lange. So, jetzt im Hauptmenü, dann gehen wir auf Spielen, auf Multiplayer. Eben, ja, wie bei Wasteland, geben wir den Filter in den Host Epoch ein und gehen dann auf OK. Das Ganze dauert dann ein paar Sekunden, dann erscheinen die ersten Server. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den mittleren, joinen da drauf mit Doppelklick. Jetzt kommen schon die Soundeffekte. So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer Installationsanleitung zu dem Spiel ARMA 3 Epoch. Ihr seht hier das Menü, wenn ihr den Launcher runterladet, dann müsst ihr erstmal auf Download gehen. Auch wenn ihr schon alles runtergeladen habt, dann erkennt es quasi, dass ihr das wieder habt oder ladet es eben gegebenenfalls runter. Danach drückt ihr eben auf Install. Das dauert jetzt einen Moment.